Es scheint so zu sein, dass die Digitalisierung unsere ganze Lebens- und Arbeitswelt erfasst. Das bedeutet, dass das Recht und auch die Ethik vor großen Herausforderungen stehen. Es geht meines Erachtens vor allem darum, sicherzustellen, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt bleibt und nicht die Technik übernimmt. Und zu dem Zweck muss man prüfen, welche Werte unserer Form von Gesellschaft zugrunde liegen. Das ist eine ethische Aufgabe. Und man muss fragen, welche rechtlichen Veränderungen nötig sind. Die Klärung von Werten ist grundsätzlich erst einmal eine ethische Aufgabe. Es geht um Menschenwürde, es geht um Humanismus, es geht um Mitbestimmung, um Demokratie. Das sind Fragen, die in der Ethik diskutiert werden, auch in der Politologie diskutiert werden. Und da müssen wir wohl ansetzen. Der zweite Schritt wird dann sein, die Details im deutschen Recht zu untersuchen. Hier spielen meines Erachtens vor allem eine Rolle das Strafrecht, das Zivilrecht und das Datenschutzrecht. Ich würde vorschlagen, dass man mit Fragen der Verantwortung anfängt, der Haftung anfängt. Da gibt es ja auch schon einige schwierige Rechtsfälle. Die künstliche Intelligenz wirft hier alles über den Haufen, was wir bisher gelernt und geglaubt haben. Aber ich denke, die Fragen sind lösbar. Dann darf man aber das Datenschutzrecht auch nicht vergessen. Das wird eben also auch auf dem Themen zu den Themen gehören müssen, die wir behandeln.